Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit einem super Last-Minute-Rezept und zwar für leckere Apfelblätterteigschnecken. Jeder kennt wahrscheinlich das Problem, es kündigt sich spontan Besuch an und man hat gar nicht mehr viel Zeit, was Leckeres vorzubereiten. Hier habe ich das perfekte Rezept dafür und ist wirklich super, super lecker und überhaupt nicht aufwendig. Hierfür benötigen wir Blätterteig. Das ist handelsüblicher Blätterteig aus der Tiefkühlabteilung. Den findet ihr in jedem Supermarkt. Des Weiteren benötigen wir noch einen Apfel, etwas Butter oder Margarine, den Saft einer halben Zitrone sowie Zimt. Wer den nicht mag, lässt den einfach weg. Des Weiteren noch etwas Aprikosenkonfitüre, braunen Zucker und gehobelte Mandeln. Meine habe ich bereits vorgeröstet, genauso gut eignet sich aber auch alle anderen Nusssorten. Als erstes wird die Apfelfüllung vorbereitet. Hierzu gebe ich die Butter, den geschälten und gewürfelten Apfel sowie den Zucker und die halbe Zitrone in meine Pfanne. Und dann lasse ich das Ganze auf dem Herd 5 Minuten lang einmal einkochen, bis die Flüssigkeit verdunstet ist. Und so schnell ist die Füllung dann auch schon fertig. Wichtig ist einfach nur, dass ihr darauf achtet, dass ihr das nicht zu lange einkochen lasst, damit die Apfelstückchen noch erhalten bleiben. Die Apfelfüllung darf dann ruhig ein wenig auskühlen. In der Zwischenzeit öffne ich mir schon mal meinen Blätterteig. Aus der Menge sind nun 11 kleine Schneckchen bei mir entstanden. Sollte es euch zu wenig sein, nehmt auf jeden Fall noch eine zweite Rolle Blätterteig sowie auch die doppelten Mengenangaben. Meinen Blätterteig halbiere ich nun einmal in der Mitte und obenrum kommt jetzt nun etwas von der Aprikosenkonfitüre drauf. Auch gar nicht allzu dick, denn es sollte auch nicht zu süß werden am Ende. Wirklich nur ganz dünn damit bestreichen. Am einfachsten geht das, wenn ihr die Konfitüre kurz vorher in der Mikrowelle erwärmt. Danach wird dann auch schon gleichmäßig die Apfelfüllung drauf verteilt und an dieser Stelle habe ich tatsächlich den Zimt vergessen. Das habe ich aber hinterher noch improvisiert. Ich empfehle euch aber hier an dieser Stelle noch etwas Zimt oben drauf zu streuen. Zu guter Letzt folgen dann nur noch die gerösteten Mandeln und die verteile ich hier auch schön grob obendrauf. Ich liebe es einfach. Es gibt nachher auch nochmal einen richtig leckeren Crunch und wie gesagt, ihr könnt wirklich jede beliebige Nusssorte nehmen, Walnüsse, Haselnüsse oder die Nüsse aber auch komplett weglassen. Danach nehme ich mir die Oberseite und klappe diese einfach mit der Unterseite zusammen. Die Enden werden mit den Fingern noch einmal gut angedrückt und danach schneide ich mir mit einem Messer oder einem Pizzaschneider in diesem Fall so ca. 2 cm breite Streifen ab. An dieser Stelle solltet ihr auch zügig arbeiten. Es kann nämlich sein, dass der Blätterteig durch die Apfelfüllung aufweicht und dann reißt. Deswegen einfach ganz schnell vorbereiten. Und zwar nehmt ihr euch immer einen Strang, zieht ihn ein klein wenig auseinander, dreht ihn einmal zusammen und rollt ihn dann zu einer Schnecke auf. Hier seht ihr, wie hübsch das Ganze bereits aussieht. Vor allem fallen mir hier die unterschiedlichsten Füllungen ein, zum Beispiel Nutella-Füllung, Erdbeermarmelade, Himbeeren, Marzipan, Haselnussfüllung. Also ihr könnt das Rezept wunderbar variieren. Und da ich ja soeben den Zimt vergessen habe, wie könnte ich nur drauf verzichten, habe ich den Zimt einfach nochmal in meine Eimischung gegeben. Und zwar habe ich hier ein ganzes Ei mit dem Zimt zusammen verquält und das gebe ich dann zusammen über meine Apfelschnecken. Zu guter Letzt kommen noch etwas gehobelte Mandeln oben drauf, denn davon hatte ich ja noch reichlich übrig. Und dann kommen die Schnecken in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Achtet einfach darauf, dass die Oberfläche leicht goldbraun geworden ist, aber auch nicht zu dunkel. Und dann kann man sie auch schon direkt aus dem Ofen nehmen. Und
So sehen dann die fertig gebackenen Apfelschneckchen aus. Ihr könnt sie entweder so servieren, bei mir kommt aber noch eine ordentliche Ladung Puderzucker mit oben drauf. In 0, nichts habt ihr also ein richtig leckeres Dessert gezaubert. Heiß serviert mit einer Kugel Vanilleeis schmecken sie natürlich am allerbesten. Aber ich finde auch kalt sind sie wirklich super lecker. Die leckere Apfelfüllung sorgt auch dafür, dass sie gar nicht austrocknen und von innen richtig schön saftig bleiben. Und wenn ich euch nun Appetit gemacht habe, schaut gerne unten in die Infobox rein. Da habe ich euch nochmal alle genauen Mengenangaben hinterlegt. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Feedback von euch freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, so könnt ihr dies an dieser Stelle nachholen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.